Also viele Patienten und Patientinnen, die schwer krank sind, sind froh, wenn sie in Studien kommen, weil sie dadurch die Chance haben, auch an neuen Entwicklungen, an neuen Medikamenten zu partizipieren. Also das Vertrauen in die Forschung ist schon da bei den Patienten und Patientinnen. Was ich glaube, was es braucht, ist, dass wir mehr in die öffentliche Forschung investieren, dass es auch möglich ist, Grundlagenforschung ausreichend und ohne Stress zu dotieren, dass die Universitäten nicht nur nach Drittmittel geiern müssen, was sie ja gezwungen sind, sondern dass man wirklich, dass es uns klar ist, Forschung ist auch öffentliches Interesse und es geht auch darum, dass wir unabhängige Forschung haben. Und da glaube ich, sollte uns Covid eine Lehre sein, dass wir es brauchen, auch in Österreich.